Und weiter geht's bei Stadtfilmabend. Ja, das ist so ein Gesamtüberblick über unsere kleine Basis hier. Insgesamt vielleicht ein Sechstel des gesamten Gebietes haben wir hier schon bebaut. Ja, und das Ganze gleicht ein wenig einer Festung. Und ich bin am Überlegen, was wir sonst noch machen können, bevor das nächste Mal wieder ein Angriff passiert hier. Weil Nahrung haben wir mittlerweile genug. Für eine ausreichende Stromversorgung ist auch gesorgt. Darum heißt es ja auch Stromversorgung, weil für die gesorgt ist. Und ja, ansonsten haben wir mittlerweile auch die Hühnerpopulation einigermaßen im. Ich meine, wir kriegen immer noch Küken, aber nicht mehr so viele, jetzt wo wir die Eier immer ins Lager schaffen. Wir haben jede Menge Alpakas, also langsam könnten wir mal wieder jemanden treffen, der Tiere kaufen will. Das würde uns echt eine Menge Geld bringen. Was man versuchen könnte, ist hier noch ein paar Elefanten zu zähmen und eine Elefantenzucht aufzumachen, aber das mache ich dann lieber. Nunu hat immer noch inspirierte Rekrutierung. Am besten wir versuchen mal hier. Nicht ziehe Einzelgänger aus. Was sind das für versaute Optionen hier? Kann sie nicht? Kann sie nicht rekrutieren hier? Was ist das? Was soll das? Aufsehen. So. Verstehe ich nicht. So, hier Bench, was ist mit dem Saubermachen von dem Aufenthaltsraum hier? Esszimmer. Warum kann ich die nicht rekrutieren hier? Sind beide auf Rekrutieren gesetzt, ne? Ja. Warum geht das nicht? Ah, siehste, Kerstin inspirierte Zähmung. Auf sowas haben wir gewartet. Jetzt gucken wir nämlich erstmal, was unser Elefant ist weiblich. Das heißt, wir brauchen einen Elefantenbullen. Das ist ein Männchen. Okay. Zähmen wir. 10% Chance, dass es in die Hose geht. Kerstin. Priorisiere Zähmen von Elefant. Kommst du, Kerstin? Ach, da kommt sie. Nee, das ist Jefin. Wo ist Kerstin? Henne. Henne, Hahn. Warum? So, Kerstin, du kommst jetzt hier hin. Jetzt schlafen die Elefanten. Oh, toll. So, wollen wir mal gucken, dass nur Kerstin Tierpflege macht momentan.
Damit niemand anders sich vordrängelt hier. Haben wir andere männliche Elefanten? Ja. Sind alle drei männliche Elefanten. Okay. Versuchen wir das einfach mal morgen. Ah, Mensch, Nuno war doch inspiriert. Warum ist das nicht, warum hat das nicht geklappt hier? Okay, die ist komplett nackt, die eine. Interessant. Statt dass ihr das hier fertig abbaut. Kümmert ihr euch erstmal lieber um die Wände hier, ja? Okay. So, hoffentlich klappt das jetzt. Wir haben einen Elefanten, also einen zweiten. So, dann brauchen wir die beiden nicht mehr versuchen zu zähmen. Und den Elefanten. Nennen wir Sokrates. Nicht Okrates. So. Konflikt gegen Bezahlung. Was ist das? Lela Bibao, Häuptling der Fraktion Nation der Bepe, benötigt Hilfe dabei, eine seiner Karawanen zu retten. Piraten der Fraktion Die Plünderer sind hinter der Karawane nahe Neuwaldwald her. Bibaro möchte, dass du den Verfolgern ein Signal sendest, um sie von der Karawane weg und in deine Richtung zu locken. Karawane besteht aus einem Boss, zwei Elite-Söldner, zwei Rumtreiber, zwei Plünderschützen, ein Rauchgrenadier, sechs schwere Söldner, sechs Söldner-Scharfschützen, ein Söldner-Schlitzer und sieben Söldner-Schützen. 7, 8, 14, 20, 21, 23, 25, 27, gucken, was kriegen wir denn dafür? Fähigkeitstrainer Pflanzen. Deine Grenadierrüstung. Das sind echt zu viele. Entschuldigung, aber nee. Das sind zu viele. Alpaka ist trächtig. Oder wollen wir das mal versuchen? Ich glaube, ich speichere mal ab. Dann versuchen wir das mal. So.
Antimaterie, Gefechtskopf, Plastahl, Eltex-Stab. Ein ultratechnologischer Stab, der aus psychischem Fokusmaterial besteht. Obwohl es sich um eine solide Nahkampfwaffe handelt, dient der Stab hauptsächlich dazu, die psychische Sensibilität und die Neural-Hitzerückgangsrate des Benutzers zu verbessern und das Wirken von. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Grenadierrüstung, eine Variante der Marinerüstung, deren Schulterplatte Granatwerfer befestigt ist. Auch Schulterplatte Granatwerfer befestigt ist, das ist so eine mandalorische Rüstung. Okay. Berserker eingetroffen. Ist erschienen und bei dir. Also Berserker hilft. Okay. Billa. Billa. Stubenhocker, asexuell, Fürsorge, mag er nicht. Hat der eine Waffe? Ja, der hat einen Speer. Kann er nicht vielleicht normalen Revolver nehmen? Ja? Ich weiß nicht, ob das so gut zum Berserken ist, aber... Ah, jetzt sorgt ihr dafür, dass hier Holz gefällt wird, wa? Interessant. Schlimmes Wetter! Seltene Trombos. Okay, die hätten wir jetzt natürlich auch versuchen können zu zähmen. Wenn wir nicht einen zweiten Elefanten hätten haben wollen. Weil die zu zähmen ist, glaube ich, und dann zu züchten, ist, glaube ich, sehr lukrativ. Vorratskapsel. Mal gucken. Gold. Super. Wow, Fitz ist zusammengebrochen, läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war unansehnliche Umgebung. Ach so, ja, weil er hier in den Gräbern rumläuft. Okay. Quest verfügbar, die Steinböcke und G. Ein 50-jähriger Weber namens G kontaktiert dich aus der Nähe. Er sagt, dass 66 Steinböcke es auf ihn abgesehen haben. Er fleht und Hilfe und bietet an, sich dir in Neuwaldwald einzuschließen. Wenn du G bei dir aufnimmst, werden die Tiere 66 Steinböcke? 66, ja? Werden die Tiere in einer Stunde eintreffen und jeden Menschen in Sichtweite angreifen. Ha. Naja, wir haben ja abgespeichert, ne? Versuchen wir es einfach mal. Mal gucken, was sie G kann. Langsamer Lerner, unerschütterlich depressiv. Jo, das passt dazu. Goody.
keine Waffe, wa? Aber wir haben ja noch einen Revolver hier. Motherfucker. Beeil dich mal. Warum lässt du die Tür offen? Hilfe! Oh je. Ah. Ja, das war jetzt eigentlich so geplant, dass er die Tür hinter sich zumacht und die dann hier durchlaufen. Aber scheinbar nicht. Okay, jetzt wollen die auch noch Nuno kaputt machen hier. Aber Nuno macht die Tür hinter sich zu. Aie, aie. Ja, das passiert dann nämlich. Okay, ich glaube, da können wir mal neu laden, weil... Das hat ja nun keinen Sinn. Also, 66 Steinböcke ist zu viel. Sorgfältig geschlachtete Tiere liefern mehr Fleisch und Leder als solche, die gewaltsam getötet wurden. Aha. Toll. Psychisches Brummen. Konflikt gegen Bezahlung. Sollen wir das versuchen? Ich meine, das sind immerhin keine... Versuchen wir es mal. Warte, ich wollte die Mandaloren-Rüstung. Ich wollte nicht das. Wollte nicht den Gefechtskopf haben. Dupdi-dup. So, okay. Blub. So ist richtig. So, Billa, gucken wir mal. Hilfsarbeit und kann mal beim Saubermachen helfen. So, fertig.
könnte man vielleicht auch... Versandsäcke drumherum machen. Nur für den Fall. Hier auch. So, Bella. Okay, 10 verzweifelte Flüchtlinge nähern sich. Ihr Anführer heißt Perky. Sie behaupten, ein gewaltiger Blitzsturm habe ihre Heimat niedergebrannt. Perky bittet dich um Erlaubnis, über einen Zeitraum von 19 Tagen in Neuwaldwald zu bleiben, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bieten sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Wenn du sie zufriedenstellst, könnten einige von ihnen gewillt sein, der Kolonie 10 verzweifelte. Ich meine, wir haben 20 Leute, die uns angreifen, 25 oder so. Keiner Fraktion an. Kannst sie töten, gefangen nehmen, verkaufen oder ihre Organe entnehmen, ohne diplomatische Konsequenzen befürchten zu müssen. Ja, da sagen wir mal, das ist unsere humanitäre Pflicht. Ah je, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 Stück. Hier haben wir noch 2 Betten. Da ist Billa. Okay. Das machen wir einfach mal. Holla. Okay. Gucken, wen wir da haben. Perky. Geistige Arbeit, nervige Stimme, geschickt aus dem Optimist. Also kann aber sehr gut Kunst. Okay. Perky macht Kunst. Da. So. So, okay, Perky kann Kunst. Was ist Ski? Ski kann Nahkampf, geistige Arbeit, Tiere, okay. Tiere. Pumpkin kann kochen. Kann Bauarbeiter, okay. Boyd, Bürokrat, kann gut Aufseher und kann auch Kunst. Taisia, Knastschwester. Kann Kunst. So. Monze, Vorkosterin, kann kochen und Kunst. Noch eine Knastschwester. Der kann Aufseher, der kann Tierpflege. Ich glaube, wir müssen ein paar mehr in Tierpflege packen. Pionierin, Tierpfleger. Sehr gut.
Okay. Jetzt brauchen die alle natürlich noch irgendwie Betten. Wo kann ich jetzt noch 10 Betten reinstellen? Beziehungsweise 8 brauchen wir noch. Ich meine, noch ist das hier. Noch ist das hier kein Vorratsraum, ne? Also theoretisch könnte man hier, aber. Wie wär's damit? Warte mal. Nachttisch, so. Ja, Nunu hat ein Bett aus Stahl, meisterlich hergestellt. Okay. Nice. Da wollen wir doch gleich mal gucken. Keine Kunst? Keine Kunst. Schade. Okay, nur, ach so, das kein Doppelbett ist wahrscheinlich. So, Anderson legt sich schon schlafen, wa? So. Abscheulich, aber schon im Positiven abscheulich. Siehst du, Beuth hilft beim Rekrutieren von den Leuten. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die bewaffnen müssen hier, die Leute. Perky. Perky hat ein Messer. Das sind alles Nahkämpfer scheinbar. Gucken wir mal, ob da jemand Fernkampf kann. Also der kann nur Fernkampf. Auch nicht so gut. Nemi kann beides. Ja, Nemi soll mal den Revolver dann nehmen. Besser im Nahkampf, besser im Nahkampf.
Pumpkin, besser im Nahkampf. Alle besser im Nahkampf sonst, okay. Noch eine Besuchergruppe. Okay. Die haben aber diesmal nichts zu verkaufen dabei, oder? Nee. Okay. Die Babes. Okay. Was wir hier vielleicht noch brauchen, ist eine Lampe. Und ein Blumentopf. Oh, verdammt. Schon wieder über die Zeit, wa? Ja, Tatsache. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nächstes Mal weiter. Dann kommt ja auch der große Angriff von den ganzen Leuten, die Billa töten wollen. Und dann schauen wir mal, wie das abgeht. Okay, bis dann. Und drückt die Glocke und bla und like das Video und subscribed und schreibt einen Kommentar und keine Ahnung. Bis dann.